Hallöchen! Herzlich willkommen zu diesem dreiteiligen Videoprojekt zum Thema Selbstliebe. Ich habe 10 Personen 3 Fragen gestellt und du wirst jetzt in jedem Teil die Antworten auf eine Frage von diesen 10 Personen hören. Und ich fand es einfach spannend, immer dieselben Fragen den Menschen zu stellen und einfach zu lauschen, welche unterschiedlichen Antworten jeder so gibt. Die erste Frage, die im ersten Teil jetzt, wo du jetzt die Antworten hörst, lautet: Was ist Selbstliebe für dich? Selbstliebe bedeutet für mich, lieb zu mir selbst zu sein. Also, wenn ich was mache, über das ich mich ärgere, es mir zu verzeihen und mich nicht klein zu machen, sondern zu sagen, es ist okay, mich selbst an die Hand zu nehmen. Ja. Ja, Selbstliebe würde ich so verstehen, dass ich mich selber annehme, so wie ich bin, dass ich zufrieden bin mit mir selbst, mit meinem Körper, mit meinem Leben auch. Also Selbstliebe ist für mich verantwortlich für sich selbst zu sein, seinen Bedürfnissen nachzugehen, Dinge zu machen, die einen Freude bereiten. Ja, dass man sich selbst so mit seinen Charakterzügen und Eigenschaften, egal ob die jetzt lichtvoll oder schattig sind, wirklich einfach so in den Arm zu nehmen und zu sagen, ja, das bin ich und es ist voll in Ordnung, so zu sein halt. Wenn man sich selbst und seinem Körper so liebt, dass man einfach auf ihn aufpassen möchte. Selbstliebe für mich bedeutet, dass ich mich so akzeptiere, wie ich bin. Nicht nur äußerlich, auch innerlich. Ja, dass ich einfach mich nicht von der Gesellschaft beeinflussen lasse, was ist jetzt der perfekte Körper oder wie habe ich zu sein, wie muss ich mich in der Gesellschaft als Frau verhalten, sondern einfach wirklich bei mir bin und tiefe Liebe zu mir selbst. Eine sehr herausfordernde Frage für mich, vor allem weil der Begriff ist jetzt relativ neu für mich. Ich habe noch nicht so viel Zeit gehabt, mich damit auseinanderzusetzen, was es wirklich für mich bedeutet. Das heißt, die Antwort ist jetzt vollkommen spontan, was es für mich bedeuten könnte. Aber erstmal danke für die Frage, für die Anregung, da nochmal in diese Richtung zu schauen. Selbstliebe für mich. Ich würde sagen, spontan ist Selbstliebe für mich, dass ich mich so akzeptiere, wie ich bin, dass ich dankbar bin für das, was ich habe, für meinen Körper, für meinen Geist, für das Leben, für alles. Und natürlich, das bedeutet nicht, dass ich damit aber zufrieden bin, sondern dass ich mich verbessern kann, perfektionieren möchte. Aber mich nicht kritisieren zu wollen im Sinne von Unzufriedenheit und im Sinne von, warum habe ich das bekommen, warum habe ich nicht das bekommen, was die anderen haben. Und damit selber in diese die Negativität, in diese Unzufriedenheit zu kommen, in diese unglücklich zu sein damit, einfach das zu akzeptieren, was da ist und glücklich damit zu sein. Selbstliebe ist für mich da zu sein, mein Herz für mich zu öffnen, besonders auch in schwierigen Zeiten, wenn es mir nicht gut geht, dann irgendwie gut für mich zu sorgen und Mitgefühl mit mir selber zu haben, wohlwollend auf mich zu schauen und alles, was ich bin, zu lieben. Oder zu versuchen zu lieben. Ja, manchmal fällt es mir ja auch schwer. Aber ja, ich möchte in jedem Moment, egal wie grausam, grässlich oder sonst wie ich gerade bin oder auch wie happy ich gerade bin, da mich anzunehmen und zu lieben oder es zu üben und zu probieren.
da tue ich mich schwer mit Selbstliebe, weil Liebe hat für mich was zu tun mit eigentlich, dass man was tut. Und mich selbst lieben, das kommt mir irgendwie ein bisschen komisch vor. Ich weiß, da wird viel drüber geredet, aber irgendwie, ich habe keine, eigentlich nicht wirklich eine konkrete Vorstellung dazu. Ist das schlimm? Das ist wunderbar. Selbstliebe ist für mich, dass ich im Herzen auch angekommen bin, dass mein Herz auch so gefüllt ist mit Liebe und Freude und auch mit einer Dankbarkeit und dass ich halt auch so ein richtig tiefes Vertrauen in das Leben habe und auch für mich selber weiß, dass ich als Wesen liebenswert bin und dass ich so, wie ich bin, auch gut genug bin, dass ich gut genug für die Welt bin. Und das ist für mich Selbstliebe. Ja, wenn dich selber das Thema Selbstliebe sehr bewegt, dann habe ich noch zwei wichtige Informationen für dich. Und zwar habe ich zwei Videokurse gemacht, und zwar einmal eine kostenlose Schnupperversion zum Thema Selbstliebe. Und wenn du richtig einsteigen möchtest, dann gibt es den 30-Tage-Intensivkurs, wo du jeden Tag einen Impuls bekommst zu einem Thema, was mit der Selbstliebe zu tun hat, und auch jeden Tag eine Übung mitbekommst, weil nur wenn du die Selbstliebe praktisch anwendest und übst, wird sie immer mehr werden in deinem Leben. Ja, und die Informationen zu diesen beiden Kursen findest du unten in der Infobox. Vielleicht schaust du mal rein und guckst, ob das was für dich ist. Ich würde mich freuen, wenn wir uns da wiedersehen, und wünsche dir alles, alles Liebe. Ciao!